Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hand Showdown mit dem Skuldur an meiner Seite, wie immer. Hallöchen. Und ja, wir hatten gerade eine Runde schon, aber leider ist die nach 10 Minuten vorbei gewesen. Wir haben keinen einzigen Hinweis suchen müssen. Wir waren direkt, also es war auch nur die Spinne. Wir waren direkt bei der Spinne, also wirklich von Anfang an. Und da hatten wir uns eigentlich erst den Plan, weißt du was, wir sind gleich da, dann versuchen wir es. Und da haben wir die Spinne angegriffen. Hat auch soweit funktioniert, aber andere Spieler waren blöderweise auch sofort da. Und ich wurde direkt mit der Strohflinte rausgenommen. Ich bin denen voll in die Arme gelaufen beim Wegrennen von der Spinne. Ja, und Skulder hatte dann auch wenig Chancen, weil die Spinne ihn die ganze Zeit angegriffen hat, so standardmäßig. Hä, hast du schon geschossen? Ja, nur mich. Nee, aber... Ach, da ist dieses Loop-Ding, ja, stimmt. Ja, jetzt habe ich Dynamit aufgenommen. Ah ja, ich auch. Cool. Dynamite. Und ja, dann war es auch sofort vorbei. Also das können wir gar nicht hochladen, weil das viel zu kurz war. Ja. Oh nee. Ah, scheiß Blutegel da. Ach, komm schon. Das ist immer ein bisschen blöd, ne? Da ist auch die eine Frau. Sollen wir Dynamit machen oder was sollen wir machen? Wollen wir den killen? Ja, müssen wir fast, oder? Warte, ich muss die Frau auch, glaube ich, killen. Wohl, komm. Jetzt schnell hin. Warte, ich hol schon. Flecken ab. Mit Feuer. Ich weiß gerade nicht, ob ich schießen soll oder eher nicht. Wow. Ja, hab ich geschossen. Soll ich auch schnell oder sollen wir den einfach fackeln? Ach, scheiß drauf, oder? Ja, es wären zwar nette Punkte, aber... Ja, gut. Bringt's jetzt so sehr. Gut, es wäre Stufe 1 Charakter, da wäre es egal gewesen, da hätte man ein bisschen farmen können, aber... Ist alles so weit weg. Obwohl, weißt du mal, wenn es nur die Spinne ist, könnten wir ja ein bisschen zum Set lassen eigentlich, oder? Ja, eigentlich schon, ja. Sollen wir den jetzt killen? Komm, den killen wir schnell, oder? Ja, hab ich da war auch ein Fass. Ich habe ihn schon mal angezündet. Da war vielleicht nochmal... Such gleich nochmal nach einer Laterne. Genau, wir könnten mal die Gegend um Laternen absuchen. Obwohl, warte. Ah, der war bei dir. Ah, Laternen. Irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Okay, war hier irgendwo Medizin? Hey, das ist ja voll blöd. Habe ich jetzt. Das ist gerade leicht verkackt mit der Waffe. Ja, ich dachte, die hat die Klaue und der, der schlägt so zu, aber macht er gar nicht. Das, nee, der muss erst so... Du musst ja den schweren Angriff machen. Ja. Und das dauert ja ewig. Ja, klar, da müssen wir ein bisschen... Hallo? Oh, jetzt wäre das Werfen ganz nett. Oh, er ist tot. Echt? Wenn du Medics, such mal ein bisschen Medic. Ich mag gerade meinen Medic nicht verbrauchen. Ehrlich gesagt. Ja, geh mal da mal rein. Ich leg mir hier eine Falle hin. Gehst du durch? Na, warte kurz. Ich habe nur eine Falle bei dem Hinweis hingelegt. Danke dir. Da, Medic? Nee. Nee, Munition. Hier ist Medic. Echt? Oh, perfekt. Perfekto. Ich danke dir. Ohne Laterne. So, gehen wir weiter, oder? Mhm. Warte kurz. E? Ja. Ja, ich gehe nur in die Richtung da. Das Lustige ist, die ganzen Ausgänge sind bei uns. Das ist bei allen drei Ausgängen gespawnt. Dann ist so eine Frau, deswegen will ich da eigentlich ungern rüber. Okay, schon Schüsse. Wasserviech wäre jetzt ekelhaft gewesen. Ja, da hinten wären sogar welche gewesen. Wo ist man eigentlich hin? So ungefähr in die Richtung. Ne? Das sind beide so weit weg. Das ist echt hart. Ja. Ich glaube, ich laufe jetzt erstmal aber lieber mal mit meiner Pistole rum, weil... Oh nein, Hunde. Die will ich eigentlich ausweichen. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Ja.
Ja, so viel dazu zu dem Thema. Lauf mal weiter, lauf, vielleicht bleiben die stehen. Ja, komm. Das hier ist so beschissenes Gelände. Ja, ist mir doch relativ, ist doch beim Hinweis eigentlich, oder? Sieht ganz gut aus. Ja. Ich habe nur vorhin schon Schüsse gehört, deswegen. Da ist eine Frau. Ah, ich sehe es. Hast du jetzt die Armbrust? Nee. Nee. Und wieder einen neuen Charakter, ne? Hm. Ja, wir haben jetzt relativ häufig, ehrlich gesagt. Oh, oh. Hast du gerade geschossen? Ja, kill sie. Scheiße, ich habe doch drauf geschossen, wieso bist du nicht verreckt? Ja, ich habe jetzt auch nochmal drauf geschossen. Aber einmal daneben geschossen. Mein Aim lässt heute so ein bisschen übrig. Ja, das hat diese Verraten. Warte, ich bin vergiftet, ich muss ein bisschen. Schon gefährlich da hinten, wo der Hinweis ist. Boah. Vor allem die Schüsse. Sind gerade sauna. Nicht, dass sie zum gleichen Hinweis wollen. Holy shit. Na, die kämpfen noch gegen die Spinne. Ja, doch. Wir könnten Richtung Schüsse gehen, glaube ich schon mal. Oh. Ich hole den Hinweis, mach du weiter. Wunderbar. Ah, hier wäre Leben gewesen. So, eigentlich will ich hier weg. Hey, die ja, Leute, wieder, über die komplette Karte laufen. Also ja, gut, aber da ist Maisfeld, da geht's vielleicht. Wir sind rechts ungespawnt und müssen links hoch. Nee, oh, was? Das, oh, nee, oh. Das war jetzt so ekelhaft. Ich bin da lang gelaufen und diese Laterne hier, die ist genau am Balkon, dadurch, dass ich vorbeigelaufen bin, so einmal über dem Balkon und ist aus wie so ein Kopf und mit dem Hut. Oh, Alter. Das wäre ja typisch gewesen beim Sound drüber springen, ey. Ey, so paranoid. Wow. Oh, links, die waren da. Gehen wir hin. Die waren doch auch im Maisfeld, oder? Oh nein. Schlagring. Ah, der Vögel vor dir. Achtung, rechts. Da, genau. Ja, ja. Vielleicht vermeiden. Boah, das ist jetzt irgendwie blöd. Warte, in einem. Wow! Ach, Alter. Das sind die Vögel. Ja, die waren 100 Pro bei dieser Kirche da drin, irgendwie, Leute. Ich geh mal eher rechts, weil ich mag dich jetzt nicht verlieren. Wo bist denn du? Ah, da bist du. Geh mir eher rechts, oder? Ah, hier sind auch Raben. Nein! Alter, die sind 100 Pro bei dieser Kirche. Läuft direkt vor dir sind Raben. Hier. Ey, das gibt's doch nicht. Oh, oh! Lol, eigentlich, dass die nicht hochgegangen sind. Nee, ich hab keine Dynamit mitgeworfen. Das sind zwei Frauen. Ah, oh. Welche Art von Frau? Oh, die ekelhafte Frau. Oh. Ich möchte es ungern schießen. Ja, wir müssen da eigentlich jetzt rüber. Oder so mal rechts zum Wald und dann über den Wald laufen. Ja, irgendwie so. Oh. Eigentlich können wir uns die Zeit nehmen. So. Ich höre doch schon wieder so eine Frau. Oh, Alter. Wo denn? Ich sehe es aber ja, nicht. Die ist direkt in diesem Busch da drin, glaube ich. Vielleicht können wir uns vorbeischleichen. Ah, oh, das sind zwei Frauen. Ah, ich glaube, ja, wir schleichen uns vorbei, ja. Ja, ich glaube, es hat funktioniert, ja. Ja. Da ist ein normaler, den hole ich mir. Ein Schlag in die Fresse. So, wo ist jetzt der Hinweis? Ach da, sind wir eh richtig gelaufen. Lol, sehe ich hier. Oder sind das andere Hinweise jetzt? Nehmen wir den rechten oder den linken? Der da weiter weg von den Schüssen war. Also den rechten, oder? Ich mag hier oben gerne rüberlaufen irgendwie.
Das, da hinten wäre eine Brücke. Da ist eh ein Wasserviech, da kommen wir eh nicht rüber, dann müssen wir die Brücke nehmen. Hilft nix. Passt. Brauchen wir eh, ist eh auf der gleichen Höhe. Ich höre doch schon wieder so eine Frau da rumweinen. Wahrscheinlich jetzt auf der Brücke. Hey, es ist ja gar keine Brücke. Doch. LOL! Fuck. Natürlich ist es eine Brücke. Guck mal, wo du bist, wo ich bin. LOL! Ich dachte, wir gehen zum rechten Hinweis. Ja, aber ich dachte, die Brücke war links. Sorry. Das war jetzt irgendwie. Ich habe mich schon gewundert. Hey, hier ist doch keine Brücke. Wo ist die Brücke hin? LOL, wenn jetzt Gegner gekommen wären, ey. Wenn wir dann realisiert hätten, hä, wo bist denn du? Das wäre schon wieder fast typisch gewesen, ey. Eigentlich schon, ja. Mit unserem Glück. Ist es wieder so ein Ding, wo wir vielleicht wieder ein Item aufheben können? Eigentlich schon, oder? Ja. Ey, hier war schon jemand. Hier hat Munition jemand geholt. Okay. Oh, ich habe eine Erstickung. Ne, Chaosbombe habe ich. Was weiß ich nicht. Ich habe eine Ausdauerspritze bekommen. Achso, die macht nur Geräusche, die Chaosbombe. Hey, war da jetzt nicht viel näher der Hinweis? Nein. Nein, ich habe immer das Gefühl, dass wir immer wieder zum anderen Hinweis gehen. Ja, gefühlt. Hin, her, hin, her. Wir brauchen gerade echt lange, um herauszufinden, wo die Spinne ist, ne? Ja, passt. Boah, das ist gerade mega auffällig, ja. Wasserraben. Ja. Also wenn hier jemand ist, weiß der schon längst, dass wir da sind, ne? Boah, da kann man sich so überall verstecken, ey. Oh. Gehen wir da unten irgendwie rein? Oh, ich fühle mich sicher, wenn ich eine Wand im Rücken habe. Ich gehe hoch. Boah, Alter. Du traust dich. Ja, ich habe einen Level 1 Charakter. Hier nehme ich auch wieder die Shots in die Hand. Wenn da mal jemand plötzlich um die Ecke daherkommt. Okay, ich sag, das wäre der Schlechte hier. So laut wie das ist. Da ist ein Feuer-Typi. Okay. Seht es schon, bald sind wieder irgendwo hier Gegner und die sehen mich wieder zuerst aus den Augen und schießen mich dann. Ist knapp. Ja, jetzt kommt der auf mich. Boah, da ist laut, den höre ich bis hierher. Der ist tot, perfekt, da ist auch, ja gut, da wäre Leben gewesen, das brauche ich jetzt gar nicht. Hä, wo ist das denn? Das ist ja immer weiter weg, das ist... Der ist doch da direkt gewesen. Ich habe ihn doch da im Wasser gesehen, sogar den Hinweis. Ja, aber der ist da hinten in der Hütte, ey. Du bist so weit weg, wenn ich hier sterbe und kämpfen muss, das ist, soll ich ein bisschen auf dich warten, dass du mir ein bisschen Deckung gibst, wenn ich da hinrenne? Ich bin schon auch, jetzt bin ich auch oben. Hey, wie läufst du denn hin, Alter? Ich hole schon den Hinweis. Hä, wieso? Der ist doch hier. Der ist ja direkt da, Alter. LOL, hier ist auch einer. Oh, sorry. Dort, wo ich bin, ist auch einer. 5 Meter von mir war einer weg. Oh mein Gott. Aha. Okay. Genau hinter uns also. Also hier waren 2 Hinweise. Okay. So, erstmal ganz kurz ausruhen. Boah. Weil ich mag das, das ist hier richtig nervenaufreibend, hier rumzulaufen. Ganze Zeit mit der Erwartung, dass du gleich einen Headshot kriegst. Ja, ist echt so in dem Spiel, ist man ja wirklich. Ja, weil du auch so viel Pech hast, eigentlich, dass Leute dich aus Prinzip zuerst sehen und einmal auf dich schießen und du sofort tot bist. Das ist einfach nur dieser Schockmoment, dass zack, sie sind tot und du denkst, was? Woher?
Ja, aber Battlefield und so, oh, was, ich angegriff, was, wo, was, und dann kannst du noch reagieren. Ja, ja, meistens. Klar. Kannst du zumindest irgendwie hinlegen oder sowas, aber da. Ja, ja, hier ganz selten, da, wenn die wirklich aus vorbeischießen. Ich weiß es nicht, hier sind... Warte, pst. Pst, pst. Die kämpfen schon. Da haben sich welche getraut, ja. Dann müssten wir jetzt eigentlich auch hin. Ja, so langsam hin. Und uns mal einmischen. Unsere Stunde hat geschlagen. Mal außenrum den Wald ein bisschen absuchen vielleicht. Andere Gegner, das war ich. Ich mag das hier überhaupt nicht, ehrlich. Das ist so... Richtig so, das wäre zu typisch. Eigentlich wäre das hier voll im Vorteil mit der Strohflint, wenn plötzlich jemand um die Ecke rennt. Aber... Aber ich weiß, dass aus Prinzip unten irgendwo im Wasser oder im Wald einer hochzielt und ich keine Chance habe. Genau, wenn ich über eine Brücke renne oder so und mich auch nicht... Ey, weil es halt hier überall so viele Kanten und ja. Ecken gibt, wo sie sich und jemand verstecken kann. Und just for info, ne, hier ist der andere Hinweis gewesen, den ich gemeint habe. Und der ist schon offen, der wurde sogar schon untersucht. Aha, okay, ja. Aber hier ja, wäre genau. Der andere Ding gewesen. Aber guck, über die Leiter kann ich jetzt einfach drüber gehen. Geht nicht beim anderen ging es aber irgendwie nicht. Das sind Hunde direkt vor dir. Du rennst gerade voll auf die Hunde zu. Ja. Ey, Hunde. Haben die so einen hohen Radius oder was? Was sind wir denn? Ah, da. So. Ab jetzt wird's eigentlich schon, ich glaube, ab hier würden die manchen. Aber die haben aufgehört gegen die. Also ich höre nichts mehr. Entweder war das doch vielleicht, weil das einmal Fächern war. Vielleicht war das doch gegen andere Spieler oder mal gegen ein fettes Monster oder sowas. Was nicht. Das kam halt doch schon aus der Richtung da. Ja, ja, das kam aus der Richtung. Aber vielleicht haben sich ja zwei Spieler begegnet, wie wir jetzt, wenn wir jetzt davor gehen und dann plötzlich sind Spieler vor uns. Das ist der auch, der hat mir auch schießen. Und vielleicht haben die direkt ja, gekillt. Jetzt sind wir bei der Sägemühle. Hier haben wir aber... Ja. Schon sehr gefährlich, was wir hier machen. Oh, lecker mio. Eigentlich ist es überall gefährlich in Hand, ganz ehrlich. Egal, ja. Wo man sich aufhält. Ja, das stimmt. Für mich nur sicher, wenn ich in Gebäuden bin und eigentlich der Gegner nur vor mir auftauchen kann. Ja, und du eine Schrotflinte in deiner Hand hast. Ja, dann fühle ich mich sehr sicher. Ich überlege gerade, ob wir da hinten. Ja. Weil das Wasserviech, das wäre nicht so schnell, glaube ich. Ja, komm rüber. Oh, bist du dabei? Ja, 3, 2, 1, go. Greif gar nicht an. Die Reichweite. Ja, perfekt. Jetzt vorsichtig, weil ich kann mir vorstellen, dass die ab hier auch Gegner sind. Ich würde aber lieber irgendwie ins Sägewerk. Ah, ne, lass mal, bleiben wir hier mal. Weil hier kämpfen wir schon ganz schön oft. Oh ja, jetzt sind wir schon im Gebiet. Mhm. Ja, okay, dann. Da hinten sind Hunde. Merkt ihr die Hunde? Nicht, dass wir da hinlaufen. Weil wir sind richtig nah jetzt, ne? Unter dem Gebäude könnten wir auch sicher sein, einigermaßen. Weil es das komische Geräusch, glaube ich, was heißt, dass andere Spieler in der Nähe sind. Da liegt ein Spieler, eine Leiche. Da lag eine Spielerleiche. Wo? Hinter uns. Da. Okay. Und ich glaube, ich habe was. Na gut. Ja, das ist, glaube ich, die Spinne, die da so komisch rumbleibt. Ja, aber was macht der Spieler dann? Na, ich würde mich jetzt erstmal ein bisschen vercampen. Glück sagst kurz zumindest mal. Ja, ein bisschen können wir schon. Hier ist eigentlich ganz gut. Weil du kannst hier nach vorne gucken, oder? So, ja. Und ich in die andere Richtung. Ja. Ich weiß nur nicht, Schrotflinte oder nicht Schrotflinte. Ich nehme die Pistole in die Hand. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe die Romeo, also die ist eigentlich relativ gut an der Distanz, oder? Ja. Ja, also die lange, die ist dann perfekt da, ja. Ich habe die Bornheim da oben. Ich gehe sogar noch ein bisschen vor, damit ich noch mehr Chancen habe. Oh, es wäre so geil, wenn er jetzt einfach um die Ecke rumschleichen würde. Ach.
Huch. Ganz kurz hast du mir. Ist jetzt, glaube ich, wieder jemand reingekommen, weil links oben das Symbol ja, so. Ja, das aufgeleuchtet hat, ne? Das habe ich gemeint. Das heißt, dass jemand in das Gebiet rein ist, oder? Könnte ich mir vorstellen, was das heißt, ne? Ich weiß nicht, da muss ich mich nochmal genauer erkundigen, was das alles heißt. Ja. Also du deckst ja wirklich meinen Rücken, ne? Also du bist auch normalerweise schon, ja. Aber da ist ja noch eine Wand dazwischen, also wenn sie bei mir kommen, sehen sie dich ja nicht sofort. Ja, perfekt. Bist du eigentlich auch direkt in dem Stapel? Ja. Ja, so ungefähr. Ich bin ein bisschen vorgegangen wegen der Schrotflinte, dass ich da vielleicht mehr Chancen habe, aber... Ketten? Ja, könnte sein, muss aber nicht. Jawohl. Aber da liegt doch eine Leiche. Wo ist denn der Gegenspieler? Wo ist der, der den erschossen hat? Hallo? Nein, vielleicht erschossen und weggerannt aus Angst oder... aus Schock, Moment? Wieder irgendwo verkämmt? Vielleicht kämpft er irgendwo und hat den beim Vorbeilaufen erwischt und hat sich nicht wegbewegt. Das war 100% des Fächern. Ah, oh Mann, jetzt sind wir wieder in einer guten Position, dann kommt wieder keiner. Tun wir zum Haare raufen. Okay. Die hat einfach geschrien. War auch lustig, dass auf einmal, plötzlich wissen beim Boss und keine Schüsse mehr. Ja, klar. Nix. Alle ruhig, keiner macht irgendwas. Obwohl das Leichen liegen. Jetzt wissen wir wieder nicht, was wir machen sollen. Standardmäßig. So ist es die letzten Runden eigentlich auch gelaufen, die wir eigentlich nicht hochgeladen haben, weil wir dann ewig lang gecampt haben und dann am Ende trotzdem nichts hatten, weil wir entweder gestorben sind oder jemand anders mit der Beute raus ist. Da haben wir ein paar Folgen dann mal übersprungen, also seit der letzten Folge sind, glaube ich, schon mehrere Runden vergangen, weil die einfach immer kacke waren. Entweder waren die zu kurz oder viel zu lang. Eins von beiden. Ja. Aber das ist jetzt, also ohne Witz, also ich meine, wir wollten zwar sagen, dass wir mehr machen, also uns mehr bewegen und mehr kämpfen, aber jetzt ist es, glaube ich, dein Todesurteil, wenn du dich wirklich... Oh! Schritte? Ja, ich wollte gerade sagen. Und die Spinne ist auch gerade ein bisschen aggressiv. Schüsse? Aber die waren beide weg? Die waren weit weg, die Schüsse. Holy shit. Schritte! Papen! Tot! Kannst du schnell kommen, oder? Ja, ich bin direkt hinter dir. Ich guck trotzdem auf den Rücken. Ich verbrenne ihn. Ja. Oha. Warte, ich muss schnell zu dir kommen. Ja, halt, ich guck du in die Richtung. Ich guck wieder nach hinten. Obwohl, da ist Feuer. Oh, Diamant. Ja, die Diamant. Dynamit. Der hat gelöscht. Er kommt, Oh ne, doch nicht, sorry, das war nur dieses komische Ding. Gelöscht, das ist schon mal interessant, weil dann kann ich... Wo liegt denn die Leiche? Ach, direkt davon. Ich kann sie nochmal anzünden, wenn es ist. Warte, ich schaue in die Richtung. Ich kann... Aber er ist um die Ecke geschlichen. Ach, endlich, schön. Ich nehme jetzt mal die Feuer in die Hand und verbrenne den nochmal, okay? Ja. Ach, scheiße, warte. So. Oh. Mein erster Schuss ist wieder daneben gegangen. Du bewachst die Leiche und ich guck wieder nach hinten. Ja. Alter, mein Herz. Ach, Alter, ich bin auch gerade richtig nervös. Ah, aber das ist. Ich freue mich gerade, dass wir jetzt. Uns nicht bewegt haben, einfach gewartet haben. Genau das. Ich habe Angst, dass er eine Dynamite reinschmeißt. Ja. Weil dann haben wir ein Problem. Er ist links. Ja, du musst mir. Bin tot, Armbrust. Nein! Nachladen. Thank you.
Oh shit. Schieb. Ich bin full flashed. Wann, wie lang geht denn das? Oh. Nachladen. Er ist rechts gelaufen. Dass der nicht verbrannt war, das verstehe ich nicht. Verstehe ich auch. Aber der Trinkkran ist nachladen. Aber es war jetzt interessant, also die Armbrust ist wirklich sehr stark. Ja, das ist ein F, oder? F, ja. Vorsicht, der kann auch hinter dir kommen, ne? Dass der nicht verbrannt ist, das wundert mich wieder. Kannst du mich wiederbeleben, während du nach oben schaust? Kannst du es so wiederbeleben? Ich mach. Du bist da! Guck du wieder nach vorn, ich geh wieder nach hinten. Ich muss kurz sagen. Ja, halt dich. Bist du geheilt? Nee, Moment. Jetzt. Also ich hab sogar den Schatten von ihm gesehen, aber irgendwie. Oh, dieses Glas regt mich auf. Aber krass, dass der den echt geschafft hat, zu wiederbeleben. Der hat den wiederbelebt. Ich habe ja einen Kill gemacht. Ne? Ja. Dass er nicht versucht hat, dich zu killen. Achtung. Und als ich Fullflash war, ich dachte, ist es vorbei, aber. Ja. Aber dass du da auch noch geschafft hast, hinter dieses Ding zu laufen. Weiß ich nicht. Glück gehabt. Ungefähr. Ich habe ja ungefähr gewusst, wo ich stehe. Deswegen bin ich zurück und dann rechts. Aber ich glaube, man kann die Leichen nicht mehr verbrennen, oder? Achtung, Dynamit. Was? Bei ich? Achso, gut. Chaosbombe, schauen wir mal, was das drauf hat, das Ding. Hey, was war das? Achso. Ist das jetzt die Bombe? Ja. Aha. Obwohl, das lockt das eigentlich voll her, Alter. Das kann aber doch gar nicht sein, dass wir die nicht verbrennen können, weil ich wurde doch heute auch schon verbrannt. Ja. Da stand ja, du brennst. Kann man die vielleicht nur noch mit der Feuerbombe verbrennen oder so? Ich habe ja eine Feuerbombe hingeworfen. Also. Ja gut, aber deine wurde ja gelöscht, aber... Nee, ich meine eine Höllenfeuerbombe, meine ich. Höllenfeuer. Das ist wieder ein neuer Spieler, glaube ich, reingekommen ins Gebiet. Hat wieder Puls. Ja, ich habe es gesehen. Das Schlimme ist, ich habe ihn vorhin einmal erwischt, aber der ist nicht sofort gestorben. Ja. Das war ärgerlich. Wäre er gleich draufgegangen. Oder hat er das wieder gelöscht? Nee, oder? Ah. Ich habe schon immer wieder gesehen, dass ich den Fehler gemacht habe, weil ich immer wieder E gedrückt habe. Ja, ich hab's gesehen. Ich pack das gar nicht mit dem F. Ah, nein, Armbrust, ich habe genau in dem Moment auf meine Tastatur geguckt. Er ist tot. Vorsicht, vorsichtig. Du lebst. Danke. Oh, genau in dem... Weich. Genau in dem Moment... Oh, jetzt haben wir beide nur noch, aber ich habe nur noch 3 Leben, ne? Also 2 so, meine ich, 2 so. Ich habe 2 großen und einen kleinen Balken noch. Genau in dem Moment, wo ich runtergeguckt habe. Moment, ich glaube, ich habe Google. Ich muss mal kurz gucken. Ah, nee, doch nicht. Ich habe gerade weggeguckt. Ah. Die Armbrust ist anscheinend sehr gut. Also die normale große. Aber wenigstens... Aber die Taktik, die geht ganz gut auf, dass immer nur einer und dass wir beide hinter der Ding und der andere gleich rumkommen Perfekt. Kann. Perfekt, ja. Aber gut, ich habe jetzt wirklich also nur noch 2 große Balken, ne? Also das ist relativ... Weil mir fehlt jetzt ein großer Balken. Das ist das Schlimme. Du hast 3 große gehabt, ne? Ja. Na gut. Jetzt habe ich halt nur noch ein Drittel Leben. Gut, aber jetzt Leben 100 pro noch welche? Ja. Musst du weiter wegfahren? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das der Typ war von vorhin. Doch, das war eine Armbrust.
Achso, hat der vorne mit Armbrust? Hätte ich den ja voll pushen können. Nö, hätten wir nach dem Armbrust. Oh, das habe ich nicht mitbekommen, sorry. Darum habe ich ganz exakt, ah, die Armbrust ist doch ganz schön stark. Ja, das Problem jetzt, ist nicht, dass eben. Dass die nicht one-hittet, aber ich habe noch so ein Futz Leben gehabt, aber ich bin verblutet. Ach so. Ne, mich hat sie gewone-hittet. Direkt, weil, ja, gut, aber so er stand doch direkt vor mir, ne? Ja, klar. Aber das war jetzt richtig blöd, weil genau in dem Moment habe ich weggeguckt. Genau in diese Millisekunde. Das ist typisch. Oh, die ganze Zeit gucke ich so richtig auf den Bildschirm und dann rede ich gerade mit E und F und guckst so auf die Taste, auf E und F, ne? Oh, nee, genau in dem Moment kommt er rum. Aber ich höre auch keine mehr, ne? Gut. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, weil es ja nochmal kurz pulsiert hat, ob er kurz rausgelaufen ist aus dem Gebiet. Ja, ich weiß auch nicht. Rein. Also da lag ja schon eine Leiche. Wo liegt denn der eigentlich? Hast du den gepusht? Ah ja, da. Der liegt eigentlich direkt vor dem. Ja, ich sehe es. Aber es ist mindestens noch ein Spieler drin. Oder ein Team, je nachdem. Ich durchsuche die Schüsse vorhin, die waren richtig. Ja, die waren richtig weit weg. Also den habe ich schon mal durchsucht. Ja, den anderen habe ich einmal durchsucht. Ich mag den anderen auch schnell durchsuchen. Tauschen wir schnell. Ja. Bin extra nicht durchs Glas gelaufen, aber gut. Da hinten liegt noch die Leiche, ne? Ja. Läufst du gerade auf Holz? Ne. Was ist das? Aha. Die hat doch gerade Hit bekommen, oder? Nee. Ich bin so. Gehst du wieder auf deine Position zurück? Ja. Ich würde gerne die andere Leiche auch nochmal looten, aber die ist so offen. Die ist so offen, ja. Das Lustige war, der hat dich ja mit Armbrust gekillt und ist dann weggeschlichen und habe ich einfach in den Rücken hier schön schießen können. So ein Idiot. Voll Idiot, ey. Ja gut, vielleicht hat er gehofft, dass. Gut, das wäre vielleicht nicht sofort aufgefallen, wenn wir nicht miteinander hier Discord reden würden. Das stimmt. Deswegen, das wäre vielleicht. Hätte ich jetzt, ja, klar. Hätte sein können, dass ich ganz woanders bin oder so. Mhm. Ja gut, aber die hat wahrscheinlich auch ohne einfach random hier reingeschossen, weil er wusste, dass ich da hock. War vielleicht auch so ein kleiner Fehler. Ja, gut. Aber jetzt überlege ich echt, ob wir ein bisschen gehen sollten. Aber eigentlich nicht. Wir haben so eine gute Pose hier. Ja, aber irgendwie. Ja. Aber das ist so ruhig gerade. So ganz merkwürdig ruhig. Weil da liegen ja schon Leichen. Ich weiß nicht, ob vielleicht woanders auch schon mal jemand gekillt wurde. Ich bin mir zwar sicher, dass noch andere Spieler da sind, ehrlich gesagt, aber. Ziemlich sicher. Die waren, nee, also vorne habe ich ja noch ewig weit weg Schüsse gehört, also. Vor allem, die waren echt weit weg, gefühlt auf der anderen Seite der Karte. Aber ich habe halt nicht keinen Bock, wieder gegen die Spinne zu kämpfen und dann wieder überrascht zu werden. Da habe ich halt echt keinen Bock drauf. Ich habe auch irgendwie keinen Bock, da jetzt wieder 30 Minuten zu warten. Irgendwie. Ja, das habe ich eben auch gerade keinen Bock. Und ich meine, wir haben Spieler 1 Charaktere, ne? Ja, eigentlich könnten wir es riskieren. Was war das? Das war ich. Das war echt krass, ganz ruhig. Ja, weil ich mal hier ein bisschen. Ich geh mal zu dem. Ja. Nicht, dass da wer schon im Haus hockt oder sowas. Weißt du, so, die hier rauscampen und alle abaimen wollen, die hier langlaufen. Was hat der da für eine Waffe? Ah, eine Romero. Okay. Die Säge wurde bereits geplündert, okay. Es waren vielleicht sogar die wir. Ist das die Leiche, die du überhaupt gesehen hast? Die konntest du doch gar nicht sehen. Das war doch, eine andere Leiche. Oder? Ja, stimmt, das kannst du auch. Das ist eine andere Leiche. Ich geh schnell hier rum. Ah ja, hier liegt die andere. Auch schon ausgebrannt. Wie ausgebrannt? Ach, ja. Kann es sein, dass die Höllenfeuerbombe vielleicht einfach länger brennt und dass man wirklich die Höllenfeuerbombe vielleicht dafür braucht? Ich weiß es nicht. Also hier scheint jetzt keine mehr großartig zu sein. Ja, komm. Wir machen mal irgendwas. Ah, Gottchen. Aber gegen die, da habe ich wieder. Ich habe nur 10 Schrotflintenschüsse, Alter, wenn dann die angreifen. Ja, gut, das stimmt eigentlich auch von der Munition her. Obwohl ich habe 25 Schuss von meinem Gewehr. Oh, hier ist Munition. Mhm. Ja.
Leben hat sie auch nicht verloren. Ich mache hier wieder zu. Oh. Also ja, neben mir schießt meine Fresse. Hier ist Feuer. Ich nehme mal das Feuer. Hier ist auch so offen, ey. Das ist hier richtig, Alter, scheiße. Ich wollte gerade sagen, was ist denn das hier? Oben, unten, links, rechts. Oh, das ist richtig ekelhaft. Oh, 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 oh. Hab ich's erwischt? Bin mir nicht sicher. Scheint leider nicht so. Dann laden halt nach, die Scheißwaffe. Ah. Hab's da angehittet. Ah, sie kommt zu mir. Boah, lol. Okay, wir aufpassen. Ja, ich werde mich erwischt. Weil, denk dran, ich habe auch nur weniger Leben, ne? Das ist die Scheiße. Ich habe auch weniger Leben. Warte, ich muss mich mal kurz heilen. Ja, ich eben auch. Scheiße, ich habe nur noch eine Heilung. Oh, 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 fuck. Ja, dann, ja. Das ist kritisch, das ist jetzt kritisch. Ah! Kannst du dich nicht... Dann. Oh! Wow. LOL! Was? Oh, Schüsse! Raus, oder? Raus, raus, nein, raus! Ich würde nicht hier drin sein, wenn ich gegen die kämpfe, Alter. Vor allem, ich bin auch vergiftet gerade. Soll man rausgehen? Ich bin draußen jetzt, ja. Okay, passt, passt, dann gehe ich auch raus. Ich bin jetzt unten wieder unterm Haus. Ich suche unsere alte Position auf. Bin da. Genau. Wow! Hat es auf dich geschaut? Ich weiß es nicht. Entweder auf die Spinne. Doch, da sind Schritte. Die sind jetzt drin. Glaube ich. Sollen sie ruhig gegen die Spinne kämpfen? Die nervt mich eh gerade tierisch ab. Nee, ich mag das gerade auch überhaupt nicht, gegen die Spinne kämpfen. Das ist wieder so eine lange Runde, ey. Das ist wieder so eine lange Runde, ne? Ja. Aber sie kann halt jetzt auch sehr erfolgreich werden, wenn wir es jetzt schaffen, das überleben. Ich glaube, die suchen uns jetzt. Ja, ja. Sind sie wieder unten? Manchmal weiß ich nicht, ob Knien überhaupt effektiver ist, weil ich glaube, da geben sie dir eher Kopfschüsse, oder? Eher darum stelle ich mich jetzt gerade hin, die ganze Zeit. Weil ich glaube, Knien, ich das ist... Ich denke, das ganze Zeit ein Counter-Strike, wenn man es hingekriegt hat, dass man das reinbekommt. Die treffen dich zwar so eher, aber... Nee, man ist auch so langsam mit dem Knien, ja. Was ich überhaupt nicht verstehe, dass da... Ich höre doch die ganze Zeit, dass da... Oder? Es ist nur die Spinne. Ja, aber das gibt's doch nicht. Die haben uns echt nur einmal reingeschossen. Dann haben sie nochmal geschossen, als wir draußen waren. Getroffen haben sie dich nicht, oder? Nee, getroffen haben sie mich nicht. Ich war noch vergiftet von der Spinne, aber getroffen haben sie mich nicht. Aber trauen tun sie sich ja nicht, ne? Nur musst du von außen reingeschossen. Was für Pisser eigentlich. Und jetzt tun sie wieder nichts. Jetzt sind sie ja wie so geduldig, so nicht. Ja, aber ganz gut, ich habe Munition aufholen können während dem Kampf. Jetzt habe ich wieder gut viel. Aber ich bin froh, dass ich muss aber ehrlich sagen, ich bin froh, dass wir es gemacht haben, weil jetzt wissen wir wenigstens zu 100%, dass hier direkt jemand ist. Ja. Das Ding ist, ich weiß einfach, das ist ganz schlecht, weil ich gucke zwar nach links, aber wenn die rechts kommen, ich glaube, da habe ich keine Reaktion oder schieße sofort daneben mit meiner Einschuss. Nee, ich habe eigentlich okay. Den kompletten Gang eigentlich. Ein Blick. Ja, einen Blick habe ich schon, aber wenn er rechts kommen müsste, müsste ich erst mit meiner Maus nach rechts ziehen. Also ich ziele in die Mitte, dass ich dann echt beidseitig schon reagieren kann, hoffentlich.
Ja, weil ich weiß ganz genau, wenn ich rechts hinziehe, dann kommt er von links. Und wenn ich links Ja. hinziehe, kommt er von rechts. Darum in die Mitte, dass ich beidseitig verrecke. Kann ich wirklich sagen, ich hab's versucht. Ich hab nachgeladen, ja, ich hab nachgeladen. Das wäre jetzt sehr klug. Das Boah, was ist denn jetzt, Leute? Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Jungs, Ich traue weißt mich jetzt du, nicht, Tab zu drücken, um zu schauen, wie viel. Moment, 40, 20 Minuten noch, oder? Ja. Okay, das hat's Alter. gern gemacht. Boah, ist der dreist. Weißt du, wo die Musik, wenn wir jetzt wüssten, wo die Musik war, ne? Ich weiß ungefähr, wo es herkommt. Also eher so meine Richtung. Also von mir aus können sie ruhig die Spinne killen, weil ich habe eigentlich gar keinen Bock, die zu killen. Ne, die ist scheiße. Sollen wir, wenn der dann kämpft, sollen wir dann hoch oder sollen wir warten? Je nachdem, wie er kämpft. Wenn er jetzt nur einmal schießt und gleich wieder weg, dann nicht. Wenn er da so länger rumschießt, dann schon. Obwohl, also wenn man in die Hocke geht, ne, da erhöht sich die Genauigkeit doch ganz schön eigentlich. Also zumindest bei meiner Pistole gerade jetzt. Wie, woher weißt du das? Fadenkreuz? So, zielst du gar nicht. Nee, nee. Also sonst kann ich nicht so schnell reagieren. Na, aus der Entfernung, da mache ich lieber aus der Hüfte. Na gut, bei mir ist mit der Schrotflinte vielleicht schon ein bisschen. Ich könnte. Und ich habe halt die Hoffnung, wenn ich dann hinziehe, dass. Also, wenn ich dann zum Gegner hinschaue, dass ich dann währenddessen ziele. So, zumindest der Plan. Ob ich es hinbekomme, ist ja noch so. Wahrscheinlich wieder panikmäßig wieder was ich machen. Alter, also langsam kriege ich einen Krampf in meinem ja, in ja, Hand. Alter, ich drücke die ganze Zeit rechte Maustaste ab und zu so Shift. Oh, Alter. Oh, ich muss mal kurz ausruhen. Nee, ich räume nicht. Ich sehe schon, wenn der Gegner kommt, verkrampfe ich total und treffe nichts. Ja. Ich sehe es auch. Oh, Alter. Es geht gerade gar nicht, ey. Ich trau mir auch gerade nicht, die Hand von der Maus runter zu tun, mal kurz zu strecken. Dass die aber hier auch nicht zufällig mal vorbeirennen. Aber die bewegen sich auch gar nicht. Ich glaube, der campt genauso wie wir. Aber ich habe so langsam das Gefühl, dass das der Letzte ist. Oder die Letzten, je nachdem. Aber ich will Kann nicht doch rumrennen. Nicht sein. Weil ich glaube, der weiß auch ungefähr, wo wir sind, weil der hat ja geschossen, als wir hier reingelaufen sind. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass der hier wahrscheinlich die Eingänge abaimen will. Und hofft, dass wir raus. Oh. Es passiert was. Ich schau ein bisschen nach rechts. Aber hat einmal nur geschossen. Ne? Mhm. Wie erwartet. Nee, vielleicht war auch nur Provokation, damit wir rauskommen. Aber die Schritte hören sich nicht nach Spinnen an, gerade ehrlich gesagt. Ach, was hört sich denn das an? So richtig so dumm. Spinne plus dumm, Mensch irgendwie. Dumm, dumm. Oh, das gibt's doch nicht, dass da Gegner waren und die sich kein bisschen bewegen oder uns angreifen oder sonst irgendwas. Achtung! Hab einen bei mir, ich muss nachladen. Ei! Hab ihn. Jawohl, sehr schön. Sehr schön. Aber ich bin gleich tot. Kann ich dich heilen? Also ich kann mich nicht heilen. Kann ich dich heilen? Theoretisch. Warte, ja, wir haben keine Feuerbombe mehr, ne? Ne. Okay, aber es macht anscheinend nicht One-Hit. Ja, gut. Ich komm Vielleicht schnell, haben sie die Schrotflinte. Ich komm schnell zu dir rum. Bleib. Dann blasen wir mal ein und dann mich. Bin ich eigentlich eine Frau? Bitteschön. Oh, dankeschön. Aber das hat er dich erwischt? Nee. Der okay, ist sofort. Aber er hat mich voll erwischt, aber richtige Rotze. Da hinten wäre auch Medic gewesen. Der ist sofort zurückgegangen, ja, als. Ey, kannst du Medic mal kurz markieren, dass ich ungefähr weiß, wo es ist? Also weit draußen. Ach so. Also und nicht weit, aber. Aber es kann ja schon fast sein, dass es der einzigste war, oder? Das ja, weil das sind. Waren so.
Oder was? Nicht, dass man da jetzt rumkippt. Ich hab doch gerade Schlamm gehört. Schauen wir mal ganz kurz auf die Uhr. 14 Minuten noch. Wir brauchen jetzt, Glück gesagt, 3-4 Minuten, um die Spinne zu killen. Also bei ihm ist keiner. Und wir müssen dran denken, die Ausgänge sind ganz weit unten. Also wir müssten jetzt langsam anfangen, die Spinne zu killen, weil sonst schaffen wir es nicht mehr. Wir müssten... Ja, okay. Warte, ich gehe mal zum Jäger, durchsuche den mal. Schauen wir mal, was passiert. Boah, das war die Spinne, oder? Ja. So, ich habe ihn durchsuchen können. Hier ist Medic. Perfekt. Ich nehme die Falle und lege die direkt bei dieser Leiche hin. Okay. Boah, das ist so fies, da ist gleich so eine Explosion. Getränk ist nur, das ist voll. Hey, wieso? Das ist mir nicht voll. Sommer, ach, ich hab... weiterkämpfen, oder? Weiterkämpfen, ja. Da ist Schrotmunition, das ist sehr gut. Oh, kann ich nicht aufnehmen. Also, es schießt keiner auf mich, das ist sehr vorteilhaft. Ja, ich laufe direkt hinter dir. Mhm. Dann gehe ich nochmal da rein, wo wir vorne waren. Ich bin gerade mit Absicht ein bisschen außen rumgelaufen. Einfach aus Prinzip, damit ich mal höre, ob jemand auf mich schießt oder sonst irgendwas. Direkt rein und weiterkämpfen. Das hilft alles. Wow. Nein! Was? Geh weg! Au! Au! Ey, wir dürfen uns nicht gegenseitig blocken. Ganz blöd. Ey, oh, ich bin gleich tot, ich muss unbedingt raus, Alter. Die rennt mir hinterher. Alter, ich muss kurz rausrennen. Die Spinne, die ist so scheiße. Ja. Das ist unglaublich. Ich muss echt kurz, holy shit, Alter. Ich bin fast tot. Ich gehe schnell zu dem Medic-Ding. Okay. Ja. Ach, hier ist auch eins. Hier ist auch eins. Ja, wir müssen mal ein bisschen mit Tür und sowas wieder spielen. Das ist halt... Aber wir müssen uns jetzt echt beeilen. Ja. Die ist gleich weg. Da kommt sie! Ah, jetzt hat sie mich schon wieder erwischt, Alter. Sag mal, hat die schon immer gespuckt? Ah nein, jetzt bin ich ins Gift reingelaufen, ich Idiot! Wir stellen uns gerade so dumm an! Ey, das gibt's doch nicht, warum verliere ich die ganze Zeit Leben? Ja, weil du vergiftet bist wahrscheinlich. Ja, die Spinne, die nervt so. Die ist richtig abfuck, ey. Nee, das ist mir zu wenig Leben, Alter. Ich muss mich. Da habe ich mich schon bereit geheilt. Wo ist er? Was? Sie. Achso. Hä, warum hat die wieder volles Leben? Sie ist tot. Oh, ja, das ist irgendwie. Jawohl, voll Leben wieder. Ach, geil. Das ist richtig geil. Aber jetzt müssen wir uns richtig beeilen. Müssen die. Ach du Scheiße. Ja, das habe ich ja gemeint. Alle drei sind ganz dumm. Boah, schaffen wir das? Wir müssen echt durchlaufen, also nicht ablenken lassen durch irgendwelche Vier. Das Verbannen dauert ja auch. Wie lange dauert das Verbannen? 3 Minuten oder so? Oh, Alter. Das gibt's jetzt nicht, oder? Wir haben uns so gut geschlagen. Weht. Ah, weh, ja. Die Zeit läuft ab. Ich fress ein Besen. Das wird mich tierisch abfacken jetzt. Boah, das wäre richtig ekelhaft. Hier wäre mittlere Munition voll. Ja, nee, ich hab Schrot vergessen. Ja, hast du nicht eine Pistole oder sowas? Ja, aber die habe ich nie verwendet bis jetzt. Nicht offen, ich habe ja immer wieder normale Muni aufgehoben. Hart wäre es, wenn jetzt noch andere Spieler da wären. Das wäre hart. Aber ich glaube es jetzt langsam nicht mehr. Also ich bin immer für Überraschung. Das war ich. Habe ich mal irgendwo ein Feuer hingeschmissen. Zur Ablenkung. Mach ich auch mal. Geil. Oder aber scheiße, wäre es Munition gewesen. Scheiße. Jetzt kann ich nicht zur Munition hinlaufen. Oh Mann, Alter, das wird richtig knapp, richtig arschknapp, ne? Wir müssen dann wirklich bei dem Stillwater müssen wir hin, ne? So schnell wie es geht. Können wir so einen Weg. Da, wir könnten den Weg da lang laufen. Das wäre mir mega nice. Das wäre zwar mega offensichtlich, aber siehst du diesen Weg? Diesen bei der schwarzen Kapelle vorbei. Wirklich die Straße runter. Ja. Auf, ja, genau. Ja. Warte, wenn ich hingucke, das ist genau 120 circa. Wir müssen halt erstmal die große Straße finden, einfach dann nur noch Straße entlang laufen. Ja. Und alles direkt abknallen, was uns nicht farmen, gar nicht groß, einfach durch. Ja. Moment, ich habe gerade wieder dieses
Flüstern gehört. Ich weiß nicht, heißt das, dass andere Spieler vielleicht hassen? Nee, da wäre das ja mal auch. Sei noch ein bisschen vorsichtig. Ich glaube eher, das war wegen den Verbannungen, ha? Nee, das war dieses andere, eher dieses leise. Das haben wir auch vorhin die ganze Zeit gehört. Boah, das wäre mega assi. Aber ich hab's nicht rot aufploppen sehen. Ach so, Also wenn jetzt noch andere Spieler daherkommen, der wären die ja wirklich irre, oder? Ja, vor allem mit dem Zeitfaktor auch noch. Ja eben, das meine ich ja, das mit dem Zeitfaktor, weil das ist ja schon hart. Also da, ich glaube, der andere ist auch nur vorgepusht, weil er gemerkt hat, dass die Zeit langsam knapp wird. Ja. Und dass er, glaube ich, alleine keine Chance gehabt hätte, die so schnell zu killen. Okay, wir müssen innerhalb von 8 Minuten da runterkommen. Huhu, fuck. Jetzt bräuchte man ein Pferd oder ein Fahrzeug oder so. Boah, das wird wirklich sauknapp. Holy shit. Alter, die Runde dauert einfach schon 50 Minuten. Scheiße. So viel zu mal schnelle, kurze Runden. Also wir müssen jetzt schon, kommst du jetzt eigentlich schon runter, wir könnten jetzt schon zusammen, damit wir es gleich aufheben. Schau du aber erstmal gleich rum, ob du was Oranges siehst. Nee, los. Gut, dann los. 120 war es, ne? Ja. Laufen wir richtig, ja. Passt auf die Wasserviecher auf und sowas. Dass wir vielleicht nicht durchs Wasser gehen, sondern... Ich hätte eine Ausdauerspritze, ich glaube, die gebe ich mir jetzt mal schnell. Da ist die Straße, oder? Das ist die Straße gleich, oder? Schauen wir gleich mal. Ja, einfach diese für die Straße jetzt entlang machen. In welche Richtung? Jetzt so gerade, oder? Einfach hier ist. Ja. Weiter. Wow. Einfach diese Straße, oder? Immer entlang. Und irgendwann mal müssen wir ganz kurz rechts, aber. Boah, wenn ein Feuer. Du läufst mir davon. Ich kann ja immer wieder mal gucken. Ja, lauf durch. Da können wir, ich weiß nicht, ob wir jetzt gerade gehen schnell oder an der Straße, dafür kürzer, wenn wir gerade gehen. Ja. Dann laufen wir schnell hier gerade. Boah, fuck, ich hätte vielleicht vorhin doch die Fähigkeit nehmen sollen mit Ausdauer regeneriert sich schneller. Scheiße. Na, nicht Steam öffnen! Oh nein. Den schlage ich schnell K.O. Renn du weiter. Ich bin eh schneller wie du, wegen schwacher Ausdauer. Ja. Weiter. Ich hab dich eingeholt und... Danke. Ist da vorne eine Frau? Nee, das ist ein Holzbrett. Oder? Ja. Oh, also ich merk's gerade, die Ausdauerspritze ist anscheinend voll. Obwohl ich die ganze Zeit noch ein Ding gucke, ne, auf die Karte und so. Und es war eine schwache Ausdauerspritze. Ah, das schaffen wir. Das schaffen wir. Boah, das war wieder so eine Runde. Wirklich volle Rotze. Die ganze Länge. Alles, was geht. Das ist länger wie letztes Mal, oder? Länger wie gestern. Eine Itemkiste, die will ich noch mitnehmen. Gestern war es ja auf 20 Sekunden Runde. Eigentlich können wir leicht rechts gehen, oder? Nee, doch nicht. Nee, vergiss das. Oh, die ist echt genau so. Du führst mich, ne? Ich muss mich auf Rennen konzentrieren. Alles gut. Alter, mit der kann man aus dem Lauf richtig gut schießen. Geil. Doch easy peasy, das haben wir echt gut geschafft jetzt. Ja, man kann doch schneller die Karte... Oh. Das hört sich doch nach Feuerteufel an, oder? Klinge? Hast du eine Klinge? Nee. Ja, hab ich. Kannst du den schon machen? Ja, da ist schon eh schon das Schiff. Ja, wir haben... Ja, nur gut. Oh, ich glaube, wir wird lang schon... Im Menü reden wir auch noch kurz. Also, ja. Direkt raus. Oh, das wird wieder eine Folge hier. Alter, die hochladen, ey. Welche hast du? Hast du die Catwell-Pistole? Oh, nee, die Bornheim. Ah!
jetzt noch sterben. Lol, weil er nicht nachgeladen hat, sagt. Der hat nicht nachgeladen. Wieso schießt du denn nicht? Lol, ich hab doch noch viel Alter, was ist denn da los? Das war gerade leicht verpackt, glaube ich, bei mir, die Pistole. 55 Minuten, eine Runde. Ganze 55 Minuten. Krass. Holy shit. Also, aber es hat sich jetzt doch gelohnt, muss ich sagen. Also, ja, wir jetzt hat sich's gelohnt. Drei Kills. Manchmal doppelt, also es zählt jetzt eigentlich als 4 Kills? Ja. Oh, geil. Normalerweise ja, schon. 4 Kills, spinnige Kills. Doch, das bringt jetzt gut Punkte. Ich hoff's. Jetzt Spiel, ja. Absturz, ja, die Aufgang. Die Runde war ja vielleicht so gut wie zwei kurze Runden, wo es nicht so gut läuft. Ja, ich weiß nicht, also. Kann man schon so ja, zusammen. Es, ja, das schon. Das ist so, wie es nicht gut läuft. Ja. Zwei Kurzrunden, die nicht laufen, ja. Aber das war halt dann wirklich am Ende nur noch einer, ne? Dann bin ich froh, dass wir auch geduldig geblieben sind. Naja. Es war ja auch nicht zu viel gecampet. Es war ja meistens ein bisschen Action und haben kurz gewarnt und kam es auch wieder. Also jetzt am Ende, der hat mich ein bisschen genervt, dass der so lang ausgehalten hat. Ja. Aber, ey, was war das jetzt? Ich glaube, es war dieses Zeitbonus-Symbol, kann das sein? Ja, Zeitbonus. Da kriegen wir wahrscheinlich eher Minuspunkte. Ja, wahrscheinlich. Gruppen auf, was? Ja, das ist aber geil, du hast mich wieder belebt. Jäger getötet einmal, dreimal, viermal. Deine war sogar mit zwei Pfeilen noch hoch, oder? Weiß ich nicht, sehen wir gleich nochmal. Ich geh mal nochmal auf Details und sehe ich's. Ja. Das war eigentlich eine richtige Actionrunde, also, weil du hast mich wieder belebt, ich hab dich wieder belebt, wir haben vier Leute gekillt. Gemeinsam, zwar immer wieder hab ich einen gehittet, dann, oh, da bist er, und dann hast du dich umgedreht, hast den gekillt, dann hast du gesagt, ah, da war jemand, hab ich mich umgedreht, hab ihn gekillt. Aber cool. Aber das Lustige ist, dass wir nie die Leute gekillt haben, auf unserer Seite. Genau, stimmt. Es war immer der andere, der dann aus dem Überraschungseffekt, da jetzt dann plötzlich der zweite da stand. Das haben die nicht erwartet. Oder keine Ahnung, doch erwartet. Gut, Level 22, nice. Kann nicht schlecht. Gut, Blutlevel, es geht mir da richtig lahmarschig nach vorne. Naja, es geht. Zwei Blutlevel bin ich aufgestiegen. Ja. Oh, sehr schön. Jawohl, Grand Slam getötet. Ach, verbannt und getötet haben wir die auch noch, ne? Das ist. Nice. Ja, das ist ja das Allerbeste. Vollständige Säuberung. Details. Zeitbonus, Kopfgeld 19. Sehr gut. Aber was ich gucken wollte, was das war. Erster Hinweis. Das passt schon. Ja, das haben wir alles. Freischaltungen. Jäger getötet. Ja, genau. Jäger getötet, zwei Pfeile nach oben. 750. Ach, Zeitbonus. E. Warte. Stimmt. Der eine. Zwei Pfeile nach oben, holy shit. Oh. Der war zwei Tiers über uns so in der Richtung. Und die anderen drei waren auch alle über uns. Ja, stimmt. Holy moly, ey. Die haben richtig viel EP gebracht. Ja, also die Jägerkills hat uns gerade voll nach oben gepusht. Geil. Richtig geil. Nice. Oh, Alter, sind wir jetzt hier? Sind wir Tier 2? Oder fehlt da noch ein Futsal? Ich glaube, da fehlt noch Futsal. 500 Punkte. Oh, 300 Punkte. Bei dir 300, bei mir 500. Nee, wir müssen Rang 34 werden, wir sind 32. Na, aber, sag mal, eine gute Runde. Oh, aber die war nice, die war wirklich nice. Aber ich mag es jetzt gar nicht noch länger, weil das ist jetzt schon eine Stunde Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war eine extrem spannende Runde. Eigentlich eine der spannendsten, die wir jetzt eigentlich seit langem wieder hatten, muss ich ehrlich sagen. Ja. Auch die längste bis jetzt. Also ich glaube, es ist wirklich mit Abstand die längste Runde, die wir gehabt haben. Sogar länger, wie die letztens, die schiefgelaufen ist, die wir nicht hochgeladen haben, wo wir so lange gecampt haben. Ich glaube, die lief, ja, genau. Stimmt, da waren wir wirklich die letzten. Stimmt doch, dann war die länger. Ja. Stimmt. Aber gut, da hatten wir halt nichts, dann sind wir auch nur noch. Ja, nee, da haben wir wirklich gut gekämpft. In der Runde hatten wir jetzt Kämpfe und sowas. Nee, ja, da war alles gut. Die war wirklich schön, die Runde. Also, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Ciao. Danke sagen. Tschüss.